Am Wochenende erwartet uns ja Dudenhofen, die zweite Mannschaft der HSG Wetzlar. Schon zur A-Jugendzeit, um auszuholen, waren es immer heiße Duelle, vor allem dort. Die letzten Jahre haben wir nicht gut dort ausgesehen, auch das eine oder andere Mal verloren. Und das wollen wir dieses Jahr besser machen. Wir werden uns die Woche akribisch vorbereiten und freuen uns auf ein geiles Topspiel. Ja, das nächste Spiel ist gegen Dudenhofen. Da erwartet uns ein körperlich robuster Gegner und vor allem auch junger Kader, der sehr spielfreudig ist. Und wir wollen uns natürlich darauf fokussieren, das Positive aus dem letzten Spiel mitzunehmen und vor allem das Tempo, auch die Abwehr und das Torwartspiel einfach beizubehalten oder halt auch noch zu verstärken und halt die Fehler zu minimieren, wie beispielsweise die Fehlwürfe dann im Angriff oder auch die technischen Fehler und vor allem die positiven Emotionen, die uns jetzt die letzten Wochen begleitet haben. Also damit leben wir, damit machen wir unser Spiel, machen unsere Abwehr, machen unseren Angriff. Und das ist einfach das Wichtigste, dass wir das auf jeden Fall über die Woche im Training und dann natürlich auch noch im Spiel auf die Platte bringen. Also die Mannschaft aus Dudenhofen ist gespickt mit echt sehr gut ausgebildeten Spielern, mittlerweile auch aus Hüttenberg, da ja eine Kooperation eingegangen wurde. Da müssen wir höllisch aufpassen. Die haben ein gutes 1-gegen-1 und werden uns auch in der Abwehr das Leben schwer machen. Von daher bereiten wir uns da vor und ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber ich denke, wir haben ein besseres Ende für uns.